Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Formel 1 2012 und das ist natürlich das Let's Fail. Wir gehen also ins Career Season Challenge und ich habe mir überlegt, ich mache erstmal das ganze Ding hier auf leicht. Sind ja nur 10 Rennen, weil es so leicht ist und ich bin ja gerade hier, glaube ich. Das hatte ich ja schon. Oder? Ja, musste ich gemacht haben. Ich hatte ja bei der ersten Folge 2 Rennen, dann ein Rennen und dann, ja, nochmal. So, das ist das zweite Video, glaube ich, wo ich die neue Maus habe, neue Tastatur. Mal schauen, was das bringen wird. Ja, und ich werde natürlich jetzt direkt anfangen mit dem Rennen. Ja, also ich werde erstmal auf leicht spielen, dann auf normal und dann auf schwer. Und wenn ich dann noch Bock habe, werde ich dann die Karriere anfangen. Aber ich habe gehört, dass 2013 rauskommt, also kann es sein, dass ich dann vielleicht nicht mal normal anfange, sondern direkt dann 2013. Ja, so, dann mache ich mal, es regnet nicht, also mache ich mal die Karriere. Oh, zu schnell sollte ich die nicht. Ich mache die noch ein kleines bisschen stärker. Die Karriere. Und ja, ich hatte ja gestern Heidensieg gemacht und ich war mit der Laune voll schlimm. Am Sonntag wollten wir ja aufnehmen und das hat nicht geklappt. Wegen was auch immer. Und ich hatte deswegen schlechte Laune. Und man konnte das bestimmt auch voll hören. Aber bei solchen Spielen wie diesen hier habe ich immer Laune. Okay. Ah, zu viele Kurven. Zu viele Kurven, ja, also. Ja, wie ich gesagt habe vorhin, vor ein paar Folgen, bei anderen Projekten habe ich das nicht gesagt, das werde ich aber noch nachholen. Ich werde versuchen, eher zum Let's Player zu werden jetzt und nicht so zum Zeiger. Denn ich zeige eigentlich sonst immer und rede nicht so sehr dabei. Ja, also, und ich werde doch ein kleines bisschen, nicht so hoch, ein bisschen höher sprechen, als ich immer so spreche. Denn das hört sich dann viel langweiliger an, glaube ich. Das hört sich nämlich so an, als würde ich keinen Bock haben oder so. Was ist das denn für eine Strecke? Nein. Das Auto driftet die ganze Zeit. Wer soll man denn hier und jetzt anstellen? Und ich werde auch nicht mal so schnell reden, wie ich immer sonst mache. Ich werde ein bisschen langsamer reden, damit es auch angenehmer bei den Ohren ist. Und dann nochmal hier so schreien. Und ihr wisst schon, wie ich das meine. Ja, und ich bin letzter bestimmt. Nein, fast aber. Wow, DJ Drifter ist 20. Von den 24er Typen da. Okay, das ist von... Ich weiß auch nicht, wo... Nivale. Kasetop kann ich nicht machen. Reifen brauche ich auch nicht. Okay, ich lasse dann erstmal so. Gute Track. Jo. Ja, immer wieder die Hand dort, diesen Finger da. Ja, so. Man fängt an. Und ich werde. Ja, und ich werde erst abnormal fehlen. Das sind ja nicht mehr so viele Rennen. Dann noch ein paar Wochen, dann seid ihr schon bei den gefehlten Runden. Wieso kommt mir das voll laut vor? Ich weiß nicht. Hab ich ja eigentlich nichts geändert. Penalty. Time Penalty. Oh.
Und jetzt Ah, nicht mal Okay. Es macht nicht mal Ja, ich wäre sonst drauf gecrashed. Nein, das ist ein Scherz, Leute. Habt ihr das jetzt gesehen? Da steht oder illegal blocken oder sonst was. Sag mal, sind die verrückt? Wer ist denn schuld? Bin ich schuld jetzt? Illegal blocking. Ich wollte nicht rauf crashen, ich habe voll abgebremst. Das ist doch normal. Nein. Und ich kann jetzt nicht mehr zurück, oder? Ah doch, ich kann noch. Ja, illegal blocken. Ist voll legal. Das ist voll legal, Leute. Ich hab fast keinen Bock mehr. Wind bei dieser Strecke hier. Und wieso kommt mir das so... Nein. Wieso kommt mir das so laut vor? Bei den Ohren. Okay, ich mache dann kurz eine Pause. Ich stelle es kurz bei Windows ein, damit es noch ein kleines bisschen leiser ist. Denn das ist ein bisschen zu laut und ich kann nicht reden. So, es war auf 5. Und ich habe es jetzt auf 4 gestellt. Sollte ein bisschen besser sein. Ja, ein bisschen angenehmer. Dann hört man mich auch ein bisschen lauter. Ja, oh. Und ich bin schon 5. Ja, das ist nicht so spannend, glaube ich, mit solchen Typen hier. Okay, bin 7. Ich werde aber 1., glaube ich. Oder ich werde es versuchen zumindest. Wenn ich nicht immer aufs Gras falle. Ja, die Strecke mag ich irgendwie nicht. Ich hoffe, die ist dann bei normalen nicht mehr drin oder so. Aber ich glaube, dann werden noch mehr Rennen dran sein. Okay, ich bin 20. Ganz gut, so wie ich angefangen habe. Wie mein Pol war. Oder wie das heißt. Ja, die sind aber für den lahmen Schnecken hier. Also, dann überholen wir Petrov, Kowalein und wer ich halt noch alles da ist. Ich habe natürlich nur links geguckt, wer das festgestellt hat. Bitte Daumen hoch oder so. Ja, oh. Thank you.
Und da war ich wieder 20. Ah nein, noch 21. Okay. Ja. Ist ja ganz gut, finde ich. Habe ich aber jetzt ein Penalty, ich weiß nicht. Da muss ich Erster werden, damit ich irgendwas über Schumacher werde. Okay. Was ist das denn für eine Karre, wenn sie die ganze Zeit wegdriftet? Das ist meine Karre, glaube ich. Ja, deswegen macht ihr das auch, weil das meine Karre ist. 17. Okay. Okay. Rundherum fehlen erstmal. Ich glaube, ich werde so etwas wie 19. oder so. Das ist halt normal bei solchen Strecken, glaube ich. Ich bin voll schlecht. Ich bin der Schlechteste der Welt bei solchen Rennen. Ja, ja. Und ich habe 2,4. Aha. Ja, sind ja nur 13 Sekunden. Ist mir völlig egal. Zehn Sekunden. Wop, wop, wop. Okay. Also bremsen wir hier wieder ab. Gehen hier bei der Kurve so ein bisschen rein. Ich wollte eigentlich das DRS hier einsetzen. Denn dann wäre ich jetzt schon hinter Wrenchne, oder wie der heißt? Werkne. Vergne. Okay, also bin ich 16. plus 10 Sekunden. Der letzte ist bestimmt nicht 10 Sekunden weiter entfernt von mir. Also bin ich letzter. Ist schon mal klar. Die Folge ist bestimmt letzter. Ja, juhu. Ja, ja. Na klar. So. War trotzdem eine gute Runde, diese hier. Wenn ich in die Nähe von Paris gehe, dann werde ich mindestens 7., glaube ich. Beim schlimmsten Falle. Ja, diese Kurven hier nehme ich ja immer exzellent. Mit der Drifter-Art. Oder DJ-Art, wie ich früher mal gesagt habe.
Okay. Boah. Wir sind niemals 10 Sekunden hinter mir. Niemals. Hier noch diese Kurve nehmen, dann noch eine, diese hier, die voll fehl sind. Also ich bin schon ein bisschen weiter weg. Also erster werde ich schon nicht. Alonso ist der erste. Fail. Ja, ich bin voll konzentriert, Leute, wie ihr das gerade seht. Also wenn ich überhaupt nicht rede, dann könnt ihr schon sehen, dass ich gerade am Denken bin oder so. Zwölf doch, oh, Hörer. Mit Michael Schumacher. He's ended up losing to his rival. That's the challenge over. Will he do better next time? Let's find out. Ja, ja, ich bin aber fröhlich. Nein, 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 nein. Okay, ich muss wieder einen Rivalen auswählen. Wenn ich irgendjemanden von da unten, glaube ich, oder von... Ich nehme... Nee, Hamilton niemals. Guck mal das an, ich bin Dritter. Button nehme ich mal. Okay, dann mal zurück. Speichern. Und dann war's das, Leute, für diese Folge. Wir sehen uns dann bei der nächsten Woche, wenn es wieder heißt Formel 1 2012. Ey, ja, ciao.